Wir sehen Leute sterben. Und jeder von uns denkt, ich bin nicht der Nächste. Jeder von uns ist sich sicher, innerlich, ich bin nicht der Nächste. Ich bin noch gesund. Ich bin noch jung. Wie viele junge Menschen gingen auf der Straße, fielen auf den Boden, sie wachen nicht mehr auf. Und wer sagt, dass du nicht der Nächste bist? Nachts, wenn du schlafen gehst, denk daran nach, ein bisschen daran. Wenn du schlafen gehst, du schließt die Augen. Du hast keine Macht mehr über dich selbst. Du hast keine Macht mehr über deine Seele. Sie wandert aus zu Allah. Sie hat ein Treffen mit Allah, diese Seele. Und Allah entscheidet jede Nacht, wenn du schlafen gehst, ob diese Seele zu dir zurückkommen darf oder nicht. Wer sagt nicht, dass du der Nächste bist? Wer sagt nicht, dass du nicht der Nächste bist, liebe Bruder? Wie viele Menschen sind gestorben, plötzlich? Deswegen sagt Rasulullah, ich nehme Zuflucht bei Allah, ich suche Zuflucht bei Allah vom plötzlichen Tod. Möge Allah uns subhanahu wa ta'ala davor bewahren. In diesem Moment, liebe Bruder, dieser Moment der Wahrheit, dein Gesicht wird gelb, deine Haut wird immer blasser. Du empfindest sehr starke Kälte in deinem Körper. Eiskälte, a'udhu billah, dringt in deinen Körper langsam ein. Du kannst deine Glieder nicht mehr bewegen. Du hast keine Macht mehr über deinen Körper. Dein Herz schlägt immer weniger. Dein Atem wird immer schwerer. Deine Zunge in diesem Moment wird immer schwerer. Du kannst nicht das sagen, was du willst. Du willst La ilaha illallah sagen, aber kannst du nicht. Wie viele Menschen, wal'iyadu billah, während sie am Sterben liegen, man sagt ihnen, sag La ilaha illallah. Und er sagt, ich kann nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Er möchte das gerne sagen, aber er kann nicht. Ihm wurde das verboten, wal'iyadu billah, weil sein Leben, er hat nicht nach La ilaha illallah gelebt. Er war beschäftigt wie diese Mädchen, a'udhu billah. Das war ein islamisches Land gewesen. Ein arabisches Land gewesen. In Universität. Beschäftigt mit Studium. Das Mädchen wird blass im Gesicht, fällt um, ohnmächtig. Die Lehrerin hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Hat die Frau dann genommen, andere Zimmer. Und hat dann versucht, sie zu beruhigen, aber die war in Ohnmacht gewesen. Und dann am Ende hat die Frau gesehen, das Gesicht dieses Mädchen wird immer dunkler. Schwarz. Und der Atem wird immer schwerer. Zeichen, wofür sind diese Zeichen? Der Tod ist gekommen. Der Todesengel ist anwesend. Dann hat diese Lehrerin sie versucht, La ilaha illallah beizubringen. Aber das Mädchen kann nicht sprechen. Sie kann nicht. Wir haben einem gesagt, dass ein Sahabi sagte, die Trunkenheit des Todes, das Gefühl ist so schlimm, wie ob alle Berge dieser Welt auf deiner Brust liegen würden. So schwer ist dieser Moment. Und das Mädchen dann hat angefangen, die Lippen zu bewegen. Aber dieser Lehrer sagt, ich hätte mir gewünscht, sie hätte nicht gesprochen. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte nicht gesprochen. Was sagt sie? Es gibt keinen Gott außer Musik. Es gibt keine Gottheit oder kein Gott außer dieser Musik. Warum? Und dann starb sie. Ihr ganzes Leben lang war sie mit Musik beschäftigt. Und Sayyidina Umar sagt, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Und wird dann Yawm al-Qiyamah auch verstehen, wie er gestorben ist. Wenn du dich im Sujud stirbst, im Niederwerfen stirbst, du wirst vor Allah kommen Yawm al-Qiyamah in dieser Form, im Sujud, im Niederwerfen. Subhanallah. Stirbst du betrunken? Du stehst betrunken vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Stirbst du auf Drogen? Du stehst Yawm al-Qiyamah auf raus. Voll auf Drogen bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Was willst du Allah sagen? Was willst du Allah sagen? Allah wird dich fragen. Das ist nicht irgendein Richter. Sondern das ist Allah. فقد فاز وما الحياة الدنيا